Kommen Sie, Presley. Im Sommer 1938 musste Vernon Presley ins Gefängnis, weil er einen Scheck gefälscht hatte. So blieben seine Frau Gladys und der kleine Elvis fast ein Jahr lang allein zurück. Eine bittere Zeit der Einsamkeit und der Armut, die sie für den Rest ihres Lebens prägte. Die 9 Monate, die Vernon Presley im Parchment-Gefängnis absitzen musste, waren eine schlimme Zeit für ihn und seine Familie. Die einzigen Lichtblicke waren die Sonntagsbesuche von Gladys und Elvis. Da konnte Vernon seinen Sohn sehen und mit seiner Frau zusammen sein. Etwas, was der kleine Elvis instinktiv als richtig empfand. Aber zu jung war es zu begreifen. Yes, rock, 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 rock